Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Hier ist wieder eine neue Folge vom Stadtdschungel. Und diesmal, liebe Zuhörer, habt ihr ein bisschen warten müssen. Grund war, Andreas war diesmal auf Expedition ein bisschen weiter weg, wo mal kein Internet an jeder Ecke zu erreichen war. Und er war relativ lange weg. Und auch ich habe kaum was von ihm gehört. Also werden wir einiges Spannendes zu hören haben. Andreas, willkommen zurück in Deutschland. Ja, danke Alex. Hallo. In der Tat, dass ich lange weg bin, ist ja nichts Außergewöhnliches. Aber ich war selber so ein bisschen erstaunt, dass in den Gebieten, wo ich mich aufgehalten habe, glücklicherweise, es tut ja auch mal ganz gut, so gut wie keine Internetverbindung war und ich einfach nicht kommunizieren konnte. Und jetzt kommt's. Irgendwann habe ich es gar nicht mehr vermisst. Ja, also man kann auch ganz ohne Facebook, WhatsApp und Mobiltelefon durchs Leben kommen. Es mag jetzt einigen etwas befremdlich erscheinen, aber es funktioniert. Ja, man muss dann nicht alle 5 Minuten drauf gucken und irgendwas eintippen. Also das Leben geht auch so weiter. Also ich glaube dir ja kein Wort, weil ich merke schon immer, nach einer Viertelstunde muss ich mal wieder gucken, was WhatsApp, was Twitter, was Facebook macht. Nee, ganz so schlimm ist es bei mir nicht, aber ich merke schon, ich bin natürlich hier in einem Job unterwegs, der mit Medien zu tun hat und ich mache ja manchmal Social Media Abstinenz, aber das nimmt schon so Form an, dass mir das dann schon fehlt. Das heißt, du hast auch kaum Nachrichten mitgekriegt, was auf der einen Seite natürlich, was ich mir sehr, sehr entspannt vorstelle. Auf der anderen Seite hast du aber dann auch nicht mitgekriegt oder vielleicht nur am Rande mitgekriegt, dass hier in Frankfurt auch im Tierreich einiges los war. Und leider muss man sagen, im Frankfurter Zoo eines der Affenbabys gestorben, jetzt ganz aktuell vor ein paar Tagen. Und geht jetzt in Deutschland so ein bisschen die Diskussion rum, ob denn die Zoohaltung von Affen überhaupt noch zulässig ist, ob man das machen kann, ob man das verantworten kann. Hast du davon was gehört? Naja gut, in der Zeit, wo ich jetzt am Lake Tanganyika war, sind aller Wahrscheinlichkeit nach geschätzt auch mehrere Primaten gestorben. Keiner weiß es genau, weil es im Urwald halt nicht auffällt. Es ist nun mal der Kreislauf der Natur. Die haben da auch keine Namen. Die haben bestenfalls irgendwie eine Forschernummer, wo man sie also einfach ganz nüchtern beschreibt als C22 oder J133. Und das ist nun mal der Lauf der Dinge. Wir Menschen neigen ja nun dazu, das haben wir ja bei Knut gesehen, Emotionen und Gefühle da sehr hochkochen zu lassen. Und wenn dann so ein Tier stirbt, wird es gefeiert und die Medien machen natürlich mit, ja. Und interessanterweise, wenn ein Tier aus eigener Intention und aus eigener Kraft auch und aus eigenem Trieb mal zu uns kommt, wie vor vielen Jahren Bär Bruno, dann wird er abgeschossen, ja. Und sogar die Naturschutzorganisationen sind noch dafür. Also das ist so eine Doppelmoral, mit der ich nur sehr, sehr schwer klarkomme. Und wobei, um es klarzustellen, ich halte zoologische Gärten für wichtig. In vielerlei Hinsicht, sie bieten einfach großen Kreisen der Bevölkerung die Möglichkeit, exotische Tiere zu beobachten, sich Gedanken darüber zu machen und natürlich auch dann ein gewisses Natur- und Umweltbewusstsein auch da zu entwickeln. Auf der anderen Seite werden diese zoologischen Gärten immer wichtiger für Zuchtprogramme von sehr seltenen Arten, also Zuchtprogramme, die dann weltweit laufen, wo dann auch Tiere getauscht werden oder Eizellen und Sperma getauscht wird. Es hat wie alles im Leben eine positive und eine negative Seite. Glücklicherweise sind die Zeiten vorbei, wo man Gorillas in der Wildnis eingefangen hat, um sie dann im Zoos einzusperren. Also die Tiere, die wir heute haben, sind überwiegend Nachzuchten eben aus Zoos. Und da passiert es genauso, wenn vielleicht sogar nicht noch häufiger als eben in der Natur, dass eben auch Jungtiere sterben. Das gibt es in der Natur auch. Da wird kein großes Aufhebens drum gemacht, so tragisch wie es ist bei seltenen Arten. Und
und hier stürzen sich eben die Medien drauf. Ja gut, man fragt sich natürlich, ja, ob die Gefangenschaft in einem Zoo dann sozusagen die Sterblichkeit von Tieren, sagen wir mal, im positiven Sinne beeinflusst. Also in dem Fall hier waren es ja jetzt leider gleich zwei Jungtiere, Zwillingsbabys, die nach und nach dann verstorben sind, beide. Von Flachlandgorillas, ne? War das der Fall? So viel ich weiß, ja. Also Berggorillas kann man ja, das habe ich bei dir gelernt, sowieso nicht in Gefangenschaft halten, richtig? Ja. Ja, es gab den Kölner Zoo, der hat das in den 60er Jahren tatsächlich mal probiert. Ja, also damals war das auch noch legal. Die haben durch einen belgischen Tierfänger und einen holländischen Mittelsmann, wie gesagt, wir reden von den späten 60er Jahren, hatten die in Ruanda, in den Virunga-Bergen, zwei Jungberggorillas bestellt. Und man muss sich diesen Wahnsinn mal vorstellen. Für das eine Junge sind 8 Tiere getötet worden, weil natürlich diese Gruppe das Jungtier nicht hergeben wollte. Ja. Hat man 8 Gorillas niedergemacht, also die sogenannten Tierfänger. Und für das andere, das ist ein sehr berühmtes Gorilla-Baby gewesen, Coco. Da hat Dein Fossé drüber geschrieben, auch in ihrem Buch Gorillas im Nebel. Sehr empfehlenswertes Buch, um auch mal zu verstehen, wie sich der Zeitgeist verändert hat. Und beide Gorillas sind im Kölner Zoo gelandet, sind auch natürlich gestorben, das war vorhersehbar. Und aber für diese beiden sind eben fast 20 Gorillas getötet worden. Und davon ist man heute glücklicherweise weit ab. Heute geht es eben um Nachzuchten und in der Regel ist es sogar so, dass Tiere im zoologischen Garten, also in Gefangenschaft, deutlich älter werden als in freier Wildbahn. Einfach weil sie eben die Obhut von Menschen haben, also von Tierärzten, gerade wenn sie älter werden. Ich habe das jetzt gerade mit Schimpansen erlebt im Mahale-Nationalpark am Tanganyika-See. Die werden auch durchaus 40, 43 Jahre alt, aber in Zoos können sie durchaus noch älter werden, weil dann eben der Tierarzt kommt und was gegen Diabetes oder Bluthochdruck oder was auch immer macht, wie bei uns Menschen auch. Ja, also das ist sehr zweischneidig, das Ganze. Und ich sehe es auch mit sehr gemischten Gefühlen. Es gibt bestimmt Tiere, die sich überhaupt nicht für Zoos eignen. Also ist meine Meinung, zum Beispiel Eisbären. Der Eisbär gehört einfach nicht in den Zoo, weil er ganz andere Lebensansprüche hat. Und und Gorillas, also Berggorillas zum Beispiel, die haben keine sehr großen Lebensansprüche, aber die ertragen einfach die Gefangenschaft nicht. Die sterben, ja. Geschweige denn, dass sie sich vermehren. Flachlandgorillas sind da anpassungsfähiger. Also es ist eigentlich verrückt. Und das zeigt uns aber auch, dass eben die Evolution und die Natur auch ihre eigenen Wege geht und nicht immer die Wege nimmt, die wir uns wünschen oder die wir gerne hätten. Die wir vorgesehen haben, ja. Ja, genau. Du warst jetzt sehr, sehr lange Zeit in Afrika unterwegs. Auch da war das Thema Affen. Ja. Du hast Schimpansen beobachtet, gefilmt für ZDF Terra X. Und du warst wohl wirklich dann auch fernab und weit in der Wildnis und richtig tief drin. Ja, also Schimpansen-Tracking, so nennt man das ganz offiziell, ist eines der härtesten, sag ich mal, Naturbeobachtungen, die man machen kann, weil du bist eben zu Fuß unterwegs. Wir hatten ja schon über die Berggorillas gesprochen im Sommer, als ich im Kongo und in Ruanda war. Das ist dagegen einfach. Da steigt man eben auf und dann sind die in der Regel auf einer großen Fläche, Grünfläche mit wilden Sellerie und mit Disteln und bewegen sich auch kaum. Und man hat dann eben eine Stunde die Zeit, die zu beobachten. Bei den Schimpansen ist es anders. Die sind mehr oder weniger, sind ja unsere allernächsten Verwandten. Die sind ständig in Bewegung. Also entweder in den Baumkronen unterwegs oder auch am Boden. Es gibt dort kaum Wege oder Trails, sondern man geht dann eben auch wirklich quer durch den Urwald, um ihnen zu folgen. So viel Wasser kann man gar nicht trinken, wie man da am Tag verschwitzt oder ausschwitzt. Das Ganze eben bei 27 bis 28 Grad Temperatur, 99% Luftfeuchtigkeit. Du rennst den Berg hoch, rutscht ihn wieder runter, überschlägst dich, hast dann noch die Kamera, das Stativ dabei. Also es ist wirklich richtig, richtig hart. Ich habe das ja schon jetzt zum dritten Mal gemacht, aber das war jetzt wirklich körperlich die größte Herausforderung. Und man hat eigentlich nur Glück, an die Tiere heranzukommen, wenn sie von alleine stoppen.
Das heißt, wenn Sie dann anfangen mit dem Groom, also mit dem sich, ja, das ist nicht nur ein Absammeln von Parasiten und von Hautteilchen. Also früher hat man es immer so als Flohen, Flöhen bezeichnet. Es hat auch ganz viel mit sozialem Verhalten zu tun. Wenn es vorher Stress gab in der Gruppe, und bei Schimpansen gibt es permanent Stress, dann versucht man sich dadurch wieder zu besänftigen. Ja, also Lausen. Als Lausen kennt ja, ich das, als, genau. Hm. Ja, genau. Aber es ist eben auch ganz wichtig für soziale Kontakte und wieder runterzukommen. Ja. Oder eben, dass sie eine Nahrungsquelle gefunden haben und dann eben durchaus auch stoppen und dann längere Zeit sich an einem Ort aufhalten, um die Nahrungsquelle sich zu erschließen. Also es ist sehr, sehr spannend. Spielt sich sowas dann in einem Wildschutzpark ab, in einem großflächigen, oder ist man dann wirklich irgendwo völlig wild unterwegs? Das sind Nationalparks, aber die durchaus die Größe haben von, ich sag jetzt mal, der, also flächenmäßig gesehen, das 5- bis 10-fache vom Stadtgebiet von Hamburg oder München oder Frankfurt, also riesige Gebiete, die, man nennt das dann eben eine Kommune, da lebt eben eine, also im Mahale-Park zum Beispiel, leben ungefähr 1500 Schimpansen, hört sich viel an, aber in diesen riesigen, fast undurchdringlichen Bergregenwäldern sind diese Tiere gar nicht so einfach zu finden. Die sind natürlich habituiert, das heißt also im Mahale arbeiten ja schon seit jetzt 50 Jahren japanische Forscher an den Schimpansen und kennen viele Tiere sehr gut, sind auch zu sehr interessanten Forschungsergebnissen gekommen. Und etwas weiter nördlich am Tanganyika-See, der ja, das hatten wir ja auf Facebook auch gepostet, der zweitgrößte See der Erde ist, der liegt auch im afrikanischen Grabenbruch, deshalb ist er auch so tief, also im sogenannten Gombe-Nationalpark, wo ja Jane Goodall über, nun glaube ich, mittlerweile 2 oder 53 Jahren diese Forschung betrieben hat. Der ist deutlich kleiner, der Park, und da gibt es auch deutlich weniger Schimpansen, aber es ist deshalb nicht unbedingt einfacher, die Tiere zu finden. Es ist ja auch immer eine Frage, wie ich sie beobachten möchte. Ja, also als Tierfilmer und als Fotograf habe ich natürlich auch immer das Bestreben, möglichst kleine Verhaltensgeschichten mit der Kamera festhalten zu können. Und das ist eben extremst, extremst anstrengend gewesen. Um eben auch eine Geschichte nachher erzählen zu können im Film. Genau. Ja. Mhm. Und bist du mit deinem Team dann allein dort unterwegs, oder gibt es dann da auch Fährtensucher oder Leute, die wissen, genau, wo? Ja, nein. Also ohne Fährtensucher, ohne Guide, auch ohne der Hilfe von Parkrangern ist das gar nicht möglich, die Tiere zu finden. Also Schimpansen sind relativ einfach zu lokalisieren, wenn man nah genug dran ist, weil die sehr stark miteinander kommunizieren über Rufe. Also man hört sie. Mhm. Auf großer Entfernung, wenn es regnet, hört man gar nichts. Deshalb, also bei starkem Regen im Regenwald kriegt man nichts mit. Und natürlich die Guides und die Ranger wissen dann schon, auf welchen Pfaden und über welche Bergketten man sich dann ihnen nähern kann. Und aber auch manchmal dann dreht die Gruppe aus irgendeinem Grund ab in eine andere Richtung. Und dann hört man sie auch nicht mehr und dann sucht man eben 2, 3, 4 Stunden weiter, um sie vielleicht dann nochmal zu lokalisieren. Und du musst ja in der Regel auch dann diese ganze Strecke wieder zurück abends zum Camp und bist eigentlich nur noch dankbar, dass du dich hinlegen kannst und ein bisschen was essen, und dann geht's am nächsten Morgen weiter. Also es war extremst. Ich nehme an, so ein Camp ist dann auch nicht irgendwie Holzveranda mit Jacuzzi draußen und Früchtekorb, sondern eher Zelt und Schlafsack, oder wie sieht das da aus dann? Ja, ich war also im Mahale war ich in einem relativ, würde ich sagen, luxuriösen Camp, aber auch eben recht einfach. Und im Gombe-Nationalpark, wie gesagt, beide liegen am Tanganyika-See, da war es in der Tat deutlich einfacher, aber das spielt dann keine Rolle. Also ich bin da auch gerne leidensfähig, ja, wenn alles andere funktioniert und einigermaßen funktioniert. Aber nochmal so als Vergleich dagegen war die Besteigung des Kilimandscharos wirklich ein Spaziergang, vielleicht ein härterer Spaziergang, aber Schimpansen-Tracking. Jetzt weiß ich auch, warum es so wenige wirklich gute Aufnahmen von Schimpansen aus diesem Gebiet gibt, weil es eben logistisch und auch vom Kraftaufwand her fast nicht möglich ist, Kameras so schnell zu transportieren, aufzubauen und dann eben
vernünftige Aufnahmen zu drehen. Ja, aber da gibt es wieder, ja. Umso stolzer kann man doch dann aber auch als Tierfilmer sein, ja, wenn es einem dann gelingt, da eine richtig tolle Story zu machen, ja, mit tollen Bildern, weil dann gibt es eben auch noch nicht inflationär so viel Material, genau, davon. Richtig? Ja, ja, mhm, ja. In der Tat bin ich ja auch. Aber das ist natürlich vielen dann nicht so bewusst, wenn sie dann später die Filme sehen. Und ich selber bin ja ein großer Gorilla-Fan. Wenn du mich jetzt fragst, was ist das Entscheidende, warum muss man Schimpansen immer noch 50 Jahre lang so intensiv erforschen? Sie geben uns immer noch viele Rätsel auf. Eines der größten Rätsel ist, warum können sie zum Teil jedenfalls mit dem HIV-Virus, also SIV-Virus, relativ gut leben, während das bei uns Menschen ohne Medikamenten nicht möglich ist. Und das Zweite ist natürlich, dass Schimpansen als unsere allernächsten Verwandten sozusagen ein Spiegelbild sind. Es ist so eine Art Zeitreise, wenn ich mich mit ihnen beschäftige und ihnen folge und sie beobachte. Es ist ein Spiegelbild dessen, wie wir vor ca. 5 Millionen Jahren einmal waren. Also unsere Wahrnehmung der Welt, unser Sozialverhalten, der Einsatz von Werkzeugen, das Kommunizieren, Jagdtechniken, Sammeltechniken. Also wir waren uns damals sehr, sehr ähnlich. Die Schimpansen sind halt im Regenwald geblieben. Wir mussten unbedingt raus in die Savanne, mussten uns aufrichten, haben seitdem Rückenprobleme und noch andere Probleme. Und manchmal habe ich so gedacht, ich habe sie nämlich ein paar Mal gesehen, da waren sie so am Rande des Regenwalds und dann war so eine steppenartige Landschaft, die öffnete sich dann. Und dann sind sie immer wieder zurück in den Wald gegangen, fand ich ganz interessant. Und habe gedacht, na gut, das machen sie jetzt schon seit 5 Millionen Jahren, bleiben da. Und haben sich in der Zeit ja auch kaum verändert, während wir ja nun alle möglichen Phasen und Epochen durchlaufen haben. Also es ist sehr, sehr spannend. Schimpansen sind auch vegetarische und animalische Kostverwerter, genau, richtig? Ja. Mhm. Berggorillas oder auch westliche und östliche Flachlandgorillas sind ja reine Vegetarier und haben auch ein ganz anderes Sozialverhalten. Da gibt es eben den berühmten Silberrücken und nur der darf sich mit den Weibchen paaren. Und während es natürlich bei den Schimpansen auch einen Anführer gibt, ein Alpha-Männchen, aber da ist Sex, also 5-mal am Tag Sex ist sozusagen Pflicht als Schimpansenmann. Und man darf es nur nicht in Front, also in unmittelbarer Nähe des Alpha-Männchens machen. Also man muss, das würde ihn zu sehr provozieren. Ah, das ist ein Respektsding dann. Mhm. Ja, ja. Und die sind eben sehr, sehr rege, also was sexuelle Aktivitäten angeht, beschwichtigen sich zum Teil auch damit. Und jedes Männchen ist eben bestrebt, möglichst seine Gene weiterzugeben. Also in der Zeit, wo das Weibchen in den Östrus kommt, das erkennt man sehr, sehr einfach, weil also die Genitalien sehr stark anschwellen und auch der Hintern, der Po, also bei dem Weibchen, und sie duftet natürlich auch verlockend und da sind alle Männchen hinterher. Und wenn das Alpha-Männchen keine Lust hat, ja, oder kein großes Interesse zeigt an diesem speziellen Weibchen, dann dürfen eben sich alle anderen damit paaren. Dann dürfen die ran. Ja, ist eine ziemlich verrückte Geschichte, ist gar nicht so einfach zu filmen, manchmal auch ein bisschen irritierend, selbst für so einen, ich sag mal, irgendwie doch viel und leidgeprüften Tierfilmer wie mich. Also da gab es schon einige Irritationen, wo ich so dachte, holla, das hätte ich jetzt von meinem Cousin und meiner Cousine aber nicht erwartet, ja, dass die so miteinander umgehen. Du hast vorhin noch kurz den SIV-Virus erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Richtung auch relativ intensiv geforscht wird, warum die Schimpansen mit diesem tierischen AIDS-Virus sehr, sehr viel besser handeln können als beim Mensch, oder? Ja, ja, das wäre jetzt fast ein abendfüllendes Thema. Da müssen wir Sonderlänge beantragen für unseren Podcast. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Offensichtlich gab es bei vielen Primaten schon immer diesen SIV-Virus. Und mir haben Forscher erzählt, es gibt Schimpansenfamilien, die sind ziemlich stark durchseucht. Also zum Beispiel im Gombe-Nationalpark sind zwei Schimpansenfamilien, die liegen so bei 47%.
Man findet das heute raus nicht über Blut, sondern man sammelt den Kot auf und kann über den Kot auch den Virus nachweisen. Das ist also die Hälfte der Familie sozusagen, trägt den HIV-Virus in sich. Hm. Und interessanterweise gibt es Tiere, und das ist eben das Interessante, die leben mit diesem Virus, ohne auch nur den geringsten Krankheitsanschein zu zeigen. Und andere werden relativ schnell schwach, also schnell heißt 5 Jahre, und verenden dann auch. Und wenn man diese Tiere obduziert, zeigen sie das exakt selbe Krankheitsbild wie bei uns Menschen auch. Das heißt also totale Zerstörung des Immunsystems, Austrocknung, Abmagerung. Und das ist eben das Verrückte. Also das heißt, es gibt Tiere, die erkranken praktisch nicht daran. Und andere rafft es, die mal auch sehr gesund waren und sehr stark waren, rafft es genauso schnell hin wie Menschen ohne medikamentöser Behandlung. Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend. Und alles andere ist noch Kaffeesatzleserei. Man weiß es einfach nicht. Mhm. Ja, man weiß es nicht. Also zum Beispiel im Gombe-Nationalpark sind keine IV-Fälle bekannt. Wie gesagt, im Mahale, im Gombe ist es eben sehr stark. Die Infektion kann von Schimpanse zu Schimpanse kommen. Aber eine Hauptinfektionsquelle ist wohl auch, weil sie eben animalisch auch leben, das sind die Kolobusaffen. Kolobusaffen sind kleinere Primaten, die nur 4 Finger haben an den Händen und die zur Hauptjagdbeute von Schimpansen gehören. Und die sind wohl auch sehr stark mit diesem Virus infiziert, können aber auch prima damit leben. Aber stecken dann offensichtlich Schimpansen an. Aber da ist man noch ziemlich weit im Nebulösen. Aber das, was ich erfahren konnte, war, dass man davon ausgeht, dass es diese Durchseuchung mit dem Virus bei Schimpansen schon immer gab, bei anderen Primaten auch. Und wie gesagt, einige kommen damit gut klar, andere sterben. Also irgendwie eine Form unter Umständen der Selektion. Aber da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Also ein äußerst spannendes Thema, ja, auch für die Medizin. Mhm. Ich nehme es vorweg, Andreas. Wir nehmen jetzt gleich noch eine zweite Folge auf, denn wir haben hier auch schon wieder unsere 20 Minuten gesprengt zum Thema Schimpansen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt mal ganz kurz von den Zuhörern. Und jeder weiß, die nächste Folge kommt gleich im Anschluss. Wir senden sie aber ein bisschen später. Bis dahin. Tschö, Andreas. Tschö, Alex. Stadtdschungel.